Die beste Rede ist das Buch Allahs. Und die beste Lebensführung, die beste Rechtleitung ist die der Lebensführung vom Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahs Segen und Frieden seien mit ihm. Und die übelsten aller Angelegenheiten sind die Neueinführungen im Bereich der Religion. Denn jede Neueinführung ist ein Irrweg, ist eine Irrlehre, sei es in der Praxis oder sei es in der Überzeugung. Allein, dass man beispielsweise meint, dass man die Hajj in einem hohen Alter vollziehen sollte, damit einem die Sünden vergeben werden, das ist auch eine dieser Irrlehren. Denn die Hajj vollziehen wir dann, wenn sich die Bedingungen bei uns erfüllen, dass wir sie vollziehen können. Ja, wir haben die zeitliche bzw. situative Möglichkeit, Hajj zu machen. Wir sind gesund. Wir können die Reisekosten tragen. Ab dann macht man die Hajj. Wer Vergebung möchte, der bittet Allah Ta'ala um Vergebung. Und alle diese Irrlehren, liebe Geschwister, sind Irrwege. Und jeder einzelne Irrweg, liebe Geschwister, hat sein Ende im Höllenfeuer. Liebe Geschwister, ich möchte mit euch heute über eine Persönlichkeit sprechen. Eine Persönlichkeit, nicht wie ein Meer, eine Persönlichkeit wie ein Universum. Eine Persönlichkeit, von der wir sehr vieles lernen können. Für unser jenseitiges Leben, aber auch für unser weltliches Leben. Und insbesondere die Jüngeren, die hier sind. 12, 13, 14, ja? Insbesondere diese haben ein besonderes Vorbild in der Persönlichkeit, über die ich heute sprechen darf, bi'iznillah. Es geht um die Person, die der 40. Muslim, der 40. männliche Muslim war, die Person, die nach As-Suyuti 539 Hadithe überliefert hat, die Person, die im Tale von Dajnan einmal stand und gesagt hat, hier habe ich eines Tages, oder hier hatte ich damals Schafe gehütet und nun steht zwischen mir und Allah niemand. Was ist damit gemeint? Sowieso zwischen uns und Allah steht niemand. Wir haben keine religiösen Mittler. Aber nicht nur Allah Ta'ala steht über uns. Im Sinne dessen, dass unsere Eltern etwas von uns verlangen können. Sie haben Rechte uns gegenüber. Sie können uns Dinge mitgeben, die wir umzusetzen haben. Unsere Vorgesetzten auf der Arbeit, ja, diejenigen, die in dem Sinne über uns stehen, als dass sie uns Dinge mitzugeben haben, beziehungsweise dies tun und wir dann umsetzen müssen oder mit den Konsequenzen leben müssen. Aber diese Person hat innerhalb von mehreren Jahren niemanden zwischen sich und Allah Ta'ala gehabt. 10 Jahre, wenn ich mich richtig erinnere. Sie war Omar gewesen. Omar ist diese Person. Möge Allah Ta'ala mit ihm zufrieden sein. Und mit allen anderen Prophetengefährten. Was können wir von dieser Person Besonderes lernen? Und wir wollen von dieser Person lernen. Wenn wir ehrlich sind, wir wissen alle, dass Abu Bakr vorzüglicher ist, möge Allah mit ihm zufrieden sein, als Omar. Aber die meisten von uns, ja, wenn sie ihr Herz befragen, bevorzugen Omar. Aufgrund dessen, was er vollbringen konnte in seinem Leben, was uns ja mehr beeindruckt, wenn wir ehrlich sind. Und wir lernen auch, dass Ehrlichkeit, diese absolute Ehrlichkeit, eines der Qualitäten von Omar war. Möge Allah Ta'ala unsere Herzen öffnen für die Lektionen und möge er, Allah Ta'ala, uns die Wege eröffnen, umzusetzen, was wir gelernt haben. Die Person, zu der der Prophet eines Tages sagte, sallallahu alaihi wasallam, O Omar,
vergiss nicht, für mich Bittgebete zu machen. Oma sagte, dass diese Worte ihm mehr wert sind als alles andere. Vom Gesandten Allah sallallahu alaihi wasallam, vergiss nicht, für mich Bittgebete zu machen. Was wir auch daraus für unser Leben lernen, es mag sein, dass wir Menschen sehen, wir meinen, wir stehen Allah Ta'ala näher. Der Prophet wusste es, sallallahu alaihi wasallam, keine Diskussion. Er wusste, dass er Allah Ta'ala näher steht. Wir meinen, dass wir Allah Ta'ala näher stehen. Und trotzdem sollen wir diesen Menschen gegenüber sagen, bitte für mich. Spreche ein Bittgebet für mich. Daraus lernen wir auch Demut, liebe Geschwister. Wir lernen daraus Demut. Wer ist also diese besondere Person? Mit 27 wurde Omar Muslim. 27 Jahre. Und mit seinem Muslimsein änderte sich das muslimische Leben, änderte sich das ganze mekkanische Leben. Denn mit seinem Muslimwerden beteten die Muslime öffentlich bei der Kaaba. Vorher taten sie dies nicht. Durch das, was Omar durchgesetzt hat, durch seinen Einsatz, durch seine Persönlichkeit. Denn Omar, er war bereits bei den Arabern in der Vorzeit des Islams eine geehrte Persönlichkeit. Mit 27 richtete er bereits über Angelegenheiten, die ihm vorgetragen wurden. Wie sein Großonkel, wie sein Großvater zuvor, Nufail. Weil Omar war gebündelte, vielfältige Kompetenz. Und mit seinem Muslimwerden änderte sich das gesamte Leben in Mekka. Er war der Einzige, der mit Ansage ausgewandert ist. Alle anderen versuchten, einen Weg im Geheimen nach Medina zu finden. Er ging zu den Leuten, bewaffnet, und sagte, wenn du möchtest, dass deine Mutter um dich weint und deine Kinder waisen werden und deine Ehefrau eine Witwe, dann wirst du mich daran hindern oder es versuchen, mich daran zu hindern, meine Auswanderung zu machen. Wer war diese Persönlichkeit? Was können wir von dieser Persönlichkeit lernen? Allah Ta'ala segnete sie unter anderem aufgrund der Ehrlichkeit. Eines Tages sagte der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, niemand hat einen vollständigen Iman, bis er mich nicht mehr liebt als seinen Vater, als seinen Sohn, überhaupt alle Menschen. Und Omar sagte, sein Herz fragend, daraufhin, O Gesandter Allahs, ich liebe dich mehr als jeden Menschen auf dieser Erde. Nur mich liebe ich mehr noch. Er war ehrlich. Und der Prophet sagte ihm daraufhin, sallallahu alaihi wasallam, dass dies noch ein Mangel ist. Denn wenn man wirklich verstanden hat, dann wird man den Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam mehr lieben als sich selbst. Mehr lieben als sich selbst. Denn was kann man selbst wert sein, liebe Geschwister, für andere? Im Vergleich zum Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Und Omar, in dem Moment, und das sind die Taten des Herzens, es sind die Taten des Herzens, die sehr wichtig sind. Er arbeitete innerlich. Er arbeitete mit sich. Er strukturierte sich neu. Und danach sagte er, jetzt, O Gesandter Allahs, jetzt liebe ich dich mehr als alle Menschen, mich inklusive. Halten wir manchmal inne und versuchen, unser Herz aufzuräumen? Sind wir überhaupt so ehrlich? Wenn wir beispielsweise die Eigenschaften der Gläubigen sehen, uns mit ihnen beschäftigen, sind wir überhaupt so ehrlich zu sagen, das bin ich nicht, aber inshallah werde ich es werden. Weil inshallah, das werde ich werden, das baut nur darauf auf, dass man vorher sagt, ich bin das nicht. Nur durch diese Ehrlichkeit sich selbst gegenüber kann man letztendlich auch eine ehrliche Beziehung Allah Ta'ala gegenüber führen. Und nur darauf aufbauend, man sagt, Selbsterkenntnis ist der erste Schritt zur Besserung. Selbsterkenntnis ist der erste Schritt zur Besserung.
Omar, er war jemand, der, wenn er sich mit den religiösen Lehren auseinandersetzte, versuchte, es mit dem Herzen zu tun. Wir lernen manchmal Koran auswendig, wir lesen manchmal Seiten und zählen die Seiten, die wir gelesen haben. Bei Omar war dies nicht so. Möge Allah mit ihm zufrieden sein. Eines Tages beschäftigte er sich mit einem Vers, mit einer Passage aus dem Koran, mit dem Anfang der 52. Sure. Und der Effekt dieser Beschäftigung dauerte einen Monat an. Und natürlich in diesem Monat hat er wiederum weitere koranische Passagen gehabt, denen er sich widmete, die wiederum einen besonderen Effekt bei ihm ausgelöst haben. Diese Verbundenheit mit dem Koran, liebe Geschwister, aufgrund eines ehrlichen Herzens, eines fühlenden Herzens Allah Ta'ala gegenüber. Omar war ein Pädagoge gewesen. Er sah Ibn Abbas, er war 27 Jahre älter als Ibn Abbas. Und die arabische Gesellschaft im Übrigen, im Speziellen zur damaligen Zeit noch, Alter war etwas, was automatisch mit einem gewissen Rang einherging. Anders als in der heutigen Zeit. Der Respekt zwischen den Generationen oder den älteren Generationen gegenüber, der ist irgendwie bei uns verloren gegangen. Aber damals, wenn jemand 27 Jahre älter war, dann hat das einen definitiven Effekt auf das eigene Verhalten gehabt. Und Omar, er studierte eines Tages mit Ibn Abbas einen Koranvers und dann sagte er ihm, er fragte ihn, weil er sah das Talent von Ibn Abbas, er wollte ihn fördern. Er sagte, was bedeutet dieser Vers? Und Ibn Abbas, allein wegen seines Alters und weil er mit Omar sprach, er sagt, Allah weiß es am besten. Und er hat diese zarte Natur gehabt oder diesen zarten Zustand in der damaligen Zeit. Und Omar, er musste ihn fördern. Kennt ihr diese Momente, wo man ein paar laute Worte vom Trainer braucht? Wo man herausgefordert werden muss? Ja, wo man aufgeweckt, aufgepusht werden muss, damit man diese Fesseln verliert? Und Omar sagte in einem zornigen Ton, Allah Ta'ala weiß es immer am besten, er sagte, sag, ich weiß oder ich weiß nicht. Er wollte diese Antwort nicht hören. Und er forderte ihn nochmal auf zu sprechen. Und Ibn Abbas, er sagte, ich meine, dass es eine Parabel ist, dass dies und jenes damit gemeint ist. Und Omar, er förderte ihn weiter. Und am Ende war Ibn Abbas derjenige, der er ist in unserer Umma. Durch diese Erziehung. Und auch so müssen wir den Jüngeren gegenüber sein. Auch wir müssen Talente suchen. Talente fördern, etwas von uns weitergeben und sie aufbauen. Das ist unheimlich wichtig. Und warum wurde Omar so? Warum war er dieser Pädagoge? Weil er selber diese Schule durchlief. Selber wurde er vom Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam auf gleiche Art und Weise gefördert. Allah Ta'ala, er offenbarte im Koran den Vers, يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون. O ihr Gläubigen, nähert euch nicht dem Gebet, wenn ihr berauscht seid, ja, wenn ihr Drogen genommen habt, wenn ihr getrunken habt, nähert euch nicht dem Gebet, bis ihr wieder wisst, was ihr sagt. Omar, möge Allah mit ihm zufrieden sein, er sagte, O Allah, bitte lass es noch klarer sein. Bitte regle diese Angelegenheit deutlich. Und Allah Ta'ala, er offenbarte später die Verse in der 5. Sure ab dem 90. Vers. Ja, أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون
إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون. O ihr Gläubigen, das Berauschende und Glücksspiel, Opfersteine und Lospfeile sind ein Greuel, das Werk vom Scheitan. Meidet all dies, auf dass ihr erfolgreich seid. Und insbesondere die beiden Erstgenannten sind eine große Herausforderung für uns in der heutigen Zeit. Ein Glücksspielcafé nach dem anderen ist aus dem Boden in den letzten Jahren aufgrund der Gesetzesänderung geschossen. Und wir wissen auch unseren Zustand in Bezug auf das Berauschende. Insbesondere was die Jugend anbelangt und auch was die muslimische Jugend anbelangt. Und auch was die muslimische Jugend anbelangt, die mit den Moscheen eine gewisse Verbindung haben. Vor nicht allzu langer Zeit kam jemand zu mir, der wie gesagt seinen Arabischunterricht nimmt und seinen Koranunterricht nimmt und der mit diesen Verführungen zu kämpfen hat. Der mit diesen Verführungen zu kämpfen hat. Brüder, rückt zusammen, auf dass die Geschwister schnell einen Platz finden. Und wenn ihr klug seid, inshallah, werdet ihr nach vorne rücken und dann zusammenrücken, weil das ist jetzt ein Abstauber. Ja? Wieder, alhamdulillah, jemand, der mit einer guten Absicht entschuldigt zu spät kam und trotzdem zu den mittleren Reihen zählt und nicht zu den letzteren. Scheitan will euch durch das Berauschende und das Losspiel, ja, das Glücksspiel, nur Feindschaft und Hass zwischen euch auslösen, um euch vom Gedenken an Allah und vom Gebet abzuhalten. Werdet ihr euch denn abhalten lassen? Werdet ihr aufhören damit? Und dies sind, wie gesagt, klare Verse, die all das zuvor Genannte verbieten. Und Omar, er bat in der Anwesenheit von Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam um diese Klarheit, um diese Klarstellung. Man könnte ja sagen, warum war er nicht einfach ruhig? Das Gebot wäre so oder so gekommen. Aber der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, er erzog ihn und seinesgleichen zum Ijtihad, zur Urteilsfindung, zur Situationsbeurteilung. Warum? Weil sie später werden Verantwortung übernehmen müssen. Weil sie später werden Verantwortung übernehmen müssen. Wir brauchen auch diese Erziehung zum Nachdenken. Und im Rahmen dieser Erziehung, im Rahmen dieser Lehre, müssen wir den Leuten die Möglichkeit geben, auch ihre Fehler zu machen. Das heißt, hätte Ibn Abbas etwas Falsches gesagt, dann wäre er nicht ausgelacht worden und er wäre auch nicht geschlagen worden von Omar. Sondern er wäre korrigiert worden. Wie auch Omar selbst, möge Allah Ta'ala mit ihm zufrieden sein, vom Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam korrigiert wurde, wenn Omar einmal nicht richtig lag mit seinen Situationsbeurteilungen oder seinen Gefühlen. Und dies war eine von möglichen 7 Situationen, die ich euch hätte heute berichten können, doch die Zeit ist immer mir im Nacken stehend, wo der Koran, und es gibt noch andere Situationen darüber hinaus, wo die koranische Offenbarung die Auffassung von Omar später bestätigte. Aber nur deswegen, weil der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam diese Erziehung, diese Art der Erziehung auch pflegte. Denk nach, komm zu einem Urteil und am Ende sprechen wir darüber. Und ein weiteres Beispiel werden wir auch aus der Sunna miteinander durchgehen. Es kam ein Mann zum Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam und er hat gesagt, ihm ist etwas passiert. Vielleicht ist es dem einen oder anderen von euch auch schon mal passiert. Etwas, das nicht passieren darf, liebe Geschwister. Er hat Händchen mit einer Frau gehalten. Und er kam zum Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam und hat gesagt, was soll ich jetzt machen? Ja? Aber Hamdallah, Hamdallah, stark, ist noch gut im Vergleich zu heute. Ja? Ist noch gut. Aber verboten. Okay, also nicht gut. Der Mann kam zum Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam und er, Allahs Segen und Frieden sei mit ihm, und er fragte. Und der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, er rezitierte folgenden Vers. وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ وَزُلَفًا مِنَ اللَّيْلِ
إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ ذَلِكَ ذِكْرَى لِلذَّاكِرِينَ. Und verrichte das Gebet an beiden Enden des Tages und in Stunden der Nacht. Wahrlich, die guten Taten löschen die schlechten Taten aus. Und dies ist eine Ermahnung für diejenigen, die Allah Ta'alas gedenken. Der Person wurde also gesagt, bete, bitte Allah um Vergebung und tue Gutes. Und dann vielleicht hat diese Person in dem Sinne einen gewissen Stolz verspürt, ja, und fragte den Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, O Gesandter Allahs, gilt dies nur für mich oder auch für andere Leute? Und Omar, ja, kennt ihr diesen orientalischen Klaps, ja, bei den Anatolen meistens in den Nacken? Bei Omar war das auf die Brust, ja. Er gab ihm diesen omarischen Klaps und er sagte, das ist für alle Leute, ja. Er wollte nicht, dass diese Gnade nur auf diese eine Person bezogen ist. Das wollte er nicht. Er wollte, dass es uns allen gilt. Danke, Omar, ja, für deine gute Meinung den Muslimen gegenüber, für deinen Einsatz den Muslimen gegenüber. Und der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, er sagte nicht, Omar, unabhängig davon, ob du Recht oder Unrecht hast, du darfst nicht sprechen. So war er nicht. Sondern er sagte, du hast Recht gehabt, Omar. Hätte er Unrecht gehabt, dann hätte er dies korrigiert an dieser Stelle. Also es war eine der Situationen, wo Omar Recht hatte und die Sunna des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, anders als der Koran, aber Koran und Sunna sind sowieso miteinander einhergehend, die Sunna Omar Recht gegeben hatte. Und auch zu anderen Situationen, als er Abu Huraira mit der Sandale vom Propheten gesehen hat, sallallahu alaihi wasallam, wie er überall erzählte, wer La ilaha illallah sagt, der wird das Paradies betreten, auch wenn sein Iman nur so von der Größe eines Atoms ist. Da freut man sich, stimmt's? Das gibt einem Hoffnung. Ja, aber Koran, liebe Geschwister, ist Medizin und Medizin muss dosiert zur richtigen Zeit gegeben werden. Was hat Omar gemacht? Und sie sind dann zum Propheten gegangen, sallallahu alaihi wasallam. Ja, Abu Huraira, schockiert. Ja, er hat sich so gefreut. Er hat extra die Sandale vom Propheten tragen dürfen, sallallahu alaihi wasallam, um zu bestätigen, ja, das, was ich sage, stimmt. Und als Bestätigung, wie eine Art Siegel, habe ich den Schuh vom Propheten mit mir, sallallahu alaihi wasallam. Und Omar sagte, oh Gesandter Allahs, die Leute werden sich darauf ausruhen. Ja? So wie ihr euch vielleicht eine Sekunde ausgeruht habt und sagt, Alhamdulillah. Ja? Die werden sich ausruhen, die werden dann keine guten Taten mehr tun wollen, die werden nicht mehr motiviert sein. Und der Prophet gab ihm recht, sallallahu alaihi wasallam. Und Abu Huraira hat diesen Hadith dann lange nicht mehr erzählt und bis zum Moment, wo eine andere Situation war, nämlich er war auf dem Sterbebett und er hat Angst gehabt, Wissen mit sich zu nehmen, ja, zurückzuhalten und am Tage des Gerichts Zügel aus Feuer angelegt zu bekommen, aufgrund dessen, dass er Wissen zurückgehalten hat. In dieser Situation, das hat er jahrelang gemacht, aber mit einem guten Grund. Weil er wollte die Leute motivieren, dass sie sich nicht ausruhen. Und liebe Geschwister, Omas Situationsbeurteilung war gut. In der heutigen Zeit, liebe Geschwister, wir brauchen eine etwas gestreute Strategie. Ein bisschen hiervon dort und ein bisschen davon auf der anderen Seite. Denn tatsächlich, liebe Geschwister, haben wir kulturell als Gemeinde in Sachen Warnung vor Allah Ta'ala Strafe des Öfteren übertrieben. Übertrieben im Sinne von als Ausgleich über die Barmherzigkeit Allahs zu sprechen, das ist bei uns oft zu kurz gekommen. Und viele Menschen aufgrund unserer einseitigen Vermittlungen, sie haben dieses Bild von Allah im übertragenen Sinne, die Vorstellung von Allah, der strafende Gott, der strafende Gott, der strafende Gott. Warum hat das Buch von Khurshid so einen großen Erfolg gehabt? Warum traf er auch auf Zustimmung unter Muslimen, die ihre Religion so nicht in die Tiefe kennen? Weil sie sich davon angesprochen gefühlt haben, ja, Allah wurde uns zu sehr nahe gebracht als der Strafende, der Strafende, der Strafende Gott. Soweit, bis man keine Hoffnung mehr hatte. Soweit, dass man von der Religion Abstand genommen hat. Soweit, dass man andere Religionen oder Philosophien sympathischer gefunden hat, weil
dieses Herz, was nach Barmherzigkeit von Allah Ta'ala verlangt, dort besser aufgehoben zu sein scheint. Das sollen wir immer mitnehmen, liebe Geschwister. Wir müssen genau gucken, mit wem wir sprechen. Wir müssen genau die Situation beurteilen können. Und manchmal hat das mit der einen Person, manchmal die eine Person erfordert eine andere Dosierung oder eine andere Medizin als eine andere. Ibn Abbas, der von wem gelehrt wurde? Vom Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam und von Omar. Er saß mit seinen Schülern und ein Mann kam und sagte, verzeiht Allah dem Mörder. Und Ibn Abbas sagt, möge er mit ihm zufrieden sein, und er rezitiert aus dem Koran, Allah Ta'ala, er vergibt alle Sünden außer dem Schirk. Und ein anderer Mann kam am selben Tag und er fragte dieselbe Frage. Und Ibn Abbas, er rezitiert aus dem Koran, dass er eine Seele, ja, vorsätzlich tötet, in die Hölle kommt. Und die Leute waren verwirrt. Ja? Wie kann auf dieselbe Frage zwei verschiedene, sich widersprechende Antworten geben? Wie ist das möglich? Ibn Abbas sah Dinge, die seine Schüler nicht gesehen haben. Nicht unbedingt auf den Text bezogen, sondern auf den Kontext bezogen. Er sagte, bei dem einen habe ich gesehen, dass er auf Rache aus ist. Ja? Der wollte jemanden loswerden. Wer weiß warum? Gefühle, Zorn. Und deswegen habe ich ihm, ja, diese Barriere gesetzt. Er kommt in die Hölle, wenn er so etwas macht. Und beim anderen habe ich gesehen, dass er bereute und diesen Zustand des vielleicht Zweifelns hatte, ob Allah Ta'ala ihm vergeben wird. Und er wollte ihn von diesem Zweifel befreien. Deswegen gab er ihm die andere Antwort. Situationskenntnis, wenn ihr nur eine Sache mitnehmt, liebe Geschwister aus der heutigen Khutba, dann ist es die Situationskenntnis. Omar, wegen dieser Angelegenheit wäre ich vielleicht nicht mehr aus Saudi-Arabien zurück nach Hause gekommen von der Umrah. Ich hatte ein Gespräch mit jemandem von der Religionspolizei dort, weil eine Situation passierte, von der ich meinte, dass das in Ordnung war, und der Religionspolizist meinte nicht. Und das Erste, was ich ihm gesagt habe, ist, du sagst, du gibst die Ansagen. Was du sagst, das wird umgesetzt. Warum? Weil du bist Hukmul Hakim yarfa'u al-Ikhtilaf. Die Entscheidung des Verantwortungsträgers hebt die Meinungsverschiedenheit auf. Aber ich will nur mit dir darüber sprechen, dass du mich verstehst, warum ich die Situation anders beurteile. Und dann ist das Gespräch kam nicht richtig voran. Und dann wollte ich ihm helfen. Ja, ich wollte ihm erklären, warum er mir etwas verbieten wollte. Und ich sagte, ist es so, dass du, wie Omar damals, die Heirat mit Jüdinnen und Christinnen eingeschränkt hat, obwohl es grundsätzlich erlaubt ist, dass du auch mir etwas, was grundsätzlich erlaubt ist, einschränken möchtest. Warum? Weil es gibt ein höheres Interesse. Und er sagte, redest du schlecht über Omar? Und das war ein Moment gewesen, ich sagte, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ja? Weil ihr wisst, was dann, welche Konsequenzen das dann dort auch hat. Ich sagte, stopp, ich habe nicht gesagt, er hat es verboten. Ich habe gesagt, er hat es eingeschränkt. Das sind zwei verschiedene Dinge. Mana'a und Harrama sind zwei verschiedene Dinge. Kommen wir zu dem Punkt. Weil viele von uns tragen den Gedanken mit sich, eine Christin zu heiraten. Oder eine Jüdin zu heiraten. Eher eine Christin zu heiraten. Warum? Weil die Familien von den Christinnen sind viel einfacher als die Familien der Muslime. Ich habe einen vor nicht allzu langer Zeit, vor wenigen Monaten, eine Urdeutsche, eine autochthone Deutsche, wurde Muslimin. Sie hat jemanden kennengelernt, einen Muslim, autochthoner Orientale. Und sie wollten heiraten. Alhamdulillah, ich freue mich. Alhamdulillah. Und die Familie vom Muslim, vom orientalischen Muslim, war gegen die Heirat. Und die nicht-muslimischen Eltern von der neuen Muslimin, die haben die Heirat befürwortet. Ja, und dieses Gerücht geht dann um, ja, das ist dann allgemein so, und dann, ja, wir wollen alle Christinnen heiraten, da ist die Brautgabe nicht so hoch und, ja, wir müssen nicht tot und alle. Es gibt Situationen, ein Bruder sagt zu mir, ja, komm mit mir zu den Eltern von der Frau, die ich heiraten möchte, aber ich glaube, die wollen mich umbringen, ja. Dann sage ich auch, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, ja. Und was passiert, liebe Geschwister? Viele, zehntausende Fälle gab es von Muslimen, die Christinnen geheiratet haben in Europa, im Westen, im Allgemeinen, in Amerika. Und am Ende, ja, Ehen sind nicht so stabil und die Kinder wachsen dann
bei den Müttern auf und werden nicht islamisch erzogen. Deswegen hat der Europäische Rat für Fatwa und Forschung gesagt, dass diese Heiraten in der heutigen Zeit nicht verboten sind, aber zu vermeiden, aufs Dringlichste zu vermeiden. Und dass die Verantwortlichen in den Moscheen nur begründete Ausnahmefälle fördern sollen. Begründet. Und ich weiß, jeder kommt dann immer und sagt, ja, ich bin die Ausnahme. Ja? Ich bin die Ausnahme. Nein, ihr seid nicht die Ausnahme, ihr seid der Regelfall. Heiratet eine Muslimin. Heiratet eine Muslimin. Und Omar, er ist damals zur Prophetengefährtin gegangen und hat sie sogar drum gebeten, auf seine omarische Art, scheidet euch von euren christlichen und von euren jüdischen Frauen. Und das in einer Phase der Stärke, weil anderes zu befürchten, weil er sagt, was ist mit den Musliminnen? Ja? Wie wird es ihnen denn heiratstechnisch gehen, wenn es so eine Mode wird, eine Christin oder eine Jüdin zu heiraten? Und es gab noch weitere Gründe, die ich jetzt hier nicht thematisieren möchte, aufgrund der Zeit. Aber die Situationskenntnis ist etwas, was wir unbedingt, liebe Geschwister, mitnehmen müssen. Lass uns Allah Ta'ala an dieser Stelle um Vergebung bitten. Er ist der Einzige, der uns zu vergeben vermag. Ich möchte mit zwei Punkten schließen, liebe Geschwister, und zu meinem eigentlichen Thema komme ich nicht. Das war alles nur eine Einleitung. Omar, eines Tages erhielt eine Predigt und die Predigt hatte den Inhalt gehabt, dass er von sich erzählte, also als Khalif hat er auch die Predigt gehalten. Er sagte, damals habe ich für meine Tanten Schafe gehütet und was haben sie mir mitgegeben? Getrocknete Datteln und ein bisschen Trockenobst. Für den ganzen Tag. Und was für ein Tag das war. So richtig harte Arbeit. Ja? Und am Ende der Khutba kamen Leute zu ihm und haben gesagt, Omar, was hast du gemacht? Die ganze Khutba war nur Selbsterniedrigung von dir. Was ist für eine Khutba gewesen? Und Omar hat gesagt, ich habe das gebraucht. Ja? Jemand, der niemanden zwischen sich und Allah Ta'ala hatte im weltlichen Sinne. Ja? Keine Vorgesetzten, keine Eltern. Er hat das für sich gebraucht. Und diese Demut, liebe Geschwister, sie verhindert Hochmut. Sie verhindert Unterdrückung. Sie verhindert, dass man nicht mehr selbstkritisch mit sich umgehen kann. Das ist eine sehr wichtige Tat. Ich möchte in seinen Fußstapfen treten. Meine Französischlehrerin, die mir damals geholfen hat, die 11. Klasse zu überstehen, weil ich den ersten Tag des Unterrichts damit angefangen habe zu sagen, ich kann kein Französisch. Ich will einen Punkt haben, damit ich weiterkomme und Französisch abgeben kann. Und dann sagte sie, fleißig sein, das, was du tun kannst, anwesend sein, Unterricht nicht stören und dann gebe ich dir diesen Punkt. Und dann am Ende vom Abitur, ich wollte mich schon mal bei ihr bedanken. Weil hätte sie es anders gewollt, hätte ich die 11. Klasse nicht überstanden. Ich sagte, Dankeschön. Und sie sagte, ich wünsche Ihnen alles Gute. Und ich sagte, und ich Sie auch. Ja? Fehler passieren. Fehler passieren, liebe Geschwister. Wir werden peinliche Situationen in unserem Leben durchmachen, aber wichtig ist, dass wir daran wachsen. Und weiter, Fortsetzung folgt, inshallah. Fortsetzung folgt. Ich weiß, dass einige von euch den Chef im Nacken haben. Ja, bei denen ist es nicht so, dass niemand zwischen ihnen und Allah Ta'ala steht. Kommen wir dazu, inshallah, Spenden für die Aktivitäten der Gemeinde zu sammeln. Spendet von dem, was Allah Ta'ala euch leicht gemacht hat. Und er wird euer verbleibendes Vermögen reichlich segnen, wie der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam es versprochen hatte. Und übrigens, das Wort Zakah bedeutet wortwörtlich auch Reinigung. Das heißt, wir reinigen unsere Herzen gegenüber der Gier, dem Geiz, des Materialismus, des Egoismus, vom Egoismus und vom Materialismus. Und wir reinigen auch unser verbleibendes Vermögen. Das heißt, unser Vermögen erfährt Segen, liebe Geschwister. Ja, ayyuhalladhina amanu, in tansurullaha yansurkum wa yuthabbit aqdamakum. O ihr Gläubigen, helft Allahs Sache und er wird euch helfen,
und er wird euren Füßen festen Halt verleihen. Wie gesagt, die nächste Freitagspredigt ist um 1:15, wie heute bereits angefangen, für diejenigen, die jetzt vielleicht meinen, sie sind 15 Minuten zu früh. Nein, ihr seid pünktlich noch zum Gebet gekommen. Verbreitet dies bitte, das ist aufgrund der Zeitumstellung, mussten wir auch diese Umstellungen vornehmen. Ya Mujib, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Malik, Ya Quddus. O Allah, wir bitten dich mit all deinen Namen, die wir kennen und die wir nicht kennen. Bitte habe uns vergeben, O Allah. Bitte vergib unseren Eltern, unseren Geschwistern im Glauben. Bitte, O Allah, schütze die Unterdrückten, die Bekriegten. Bitte befreie sie und führe sie zur Selbstbestimmung, auf dass wir nur dir dienen dürfen, O Allah. Allahumma amin. Bitte heile die Kranken, O Allah. Bitte rechtleite all diejenigen, in denen du Gutes siehst. Bitte, O Allah, rechtleite unsere Mütter, unsere Väter, unsere Kinder. Bitte beschütze sie, O Allah, vor den Verführungen. Allahumma amin. Bitte gib uns all das, was der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam von dir beten hat, und schenke uns Zuflucht vor all dem, wovor auch der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam Zuflucht gesucht hat. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala ali Muhammad wa ashabihi Muhammad.